Hey ho, meine Lieben, heute mache ich mir Schnitzel, Filet-Schnitzel mit Kartoffelsalat. Da habe ich mal Metzger-Kartoffelsalat mitgenommen und den möchte ich auf alle Fälle noch ein bisschen auffrisieren, nennen wir so, mit Gurkensalat. Und da fange ich jetzt an und da drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Eigentlich würde es ja fast reichen, wenn ich mir in den Gurkensalat, in den Kartoffelsalat, nur ein paar Gurken, nur ein bisschen Gurke reinraspel. Dann haben wir sie. Das mache ich jetzt. Die schneiden wir jetzt ein Stück ab, schälen, reinraspeln in den Kartoffelsalat, verrühren und dann muss der gut sein und das mache ich jetzt schnell. Und danach probiere ich ihn wieder. Diesen Kartoffelsalat habe ich mir ja schon öfters geholt. Ich weiß gar nicht, ob der im Video schon vorgekommen ist. Das letzte Mal habe ich den mit schönen angeschmuggelten Bacon verfeinert. Man kann natürlich auch so essen, der ist schon lecker. Aber heute reibe ich mir einfach noch ein bisschen Gurke mit rein. So mache ich das jetzt und ja, da bin ich ja gespannt, ob der nachher noch leckerer ist als lecker. Na, drin bleiben hier. Geil. Jetzt muss ich aufhören zum Essen. Weil sonst habe ich nachher zu meinen Schnitzeln nichts mehr. Gut. Ganz einfach Metzger-Kartoffelsalat noch etwas aufgewertet. Und gut ist. Und was soll ich sagen? Die Schale. 2 Euro. Na normal. Dafür fange ich nicht selber an. Und er ist so saumäßig lecker. Ja genau. Gut. Dann hole ich mal das Filet und dann fangen wir mit der Filetbearbeitung an. Da haben wir das Filet und daraus werde ich mir jetzt versuchen, schöne Schnitzel zu machen. Ob das jetzt 2, 3, 4 werden, ich habe noch keine Ahnung. Und welche Form die nachher kriegen. Ein bisschen zurechtpariert habe ich es übrigens vorher schon. Tja, so werde ich jetzt die Filets klopfen und schauen, dass ich das so flach, platt und so groß wie möglich bekomme. Ohne dass man das nachher in Fetzen weghängt. Mal sehen, vielleicht schneide ich das nächste Stück auch einmal so ein und dann so. Dann wird es von Haus aus etwas dünner, aber learning by doing und experimentieren. Tja, das reicht mir. Und dann mache ich jetzt noch die. Da mache ich mal 2 Stück draus. Definitiv.
So. Und genauso meinte ich das eben mit dem Aufschneiden, dass man hier dann einfach nochmal quer reingeht. Dann ist es nämlich auch von Haus aus schon etwas dünner. Klopfe ich jetzt fertig und das mache ich dann mit dem Stück genau dasselbe. Leute, da kriegst du einen Vogel, die Dinger sind mir teilweise zu groß geworden, die habe ich tatsächlich noch auseinandergeschnitten. Und jetzt werden die einfach mit Salz und Pfeffer gewürzt. Das mache ich jetzt schnell. Mehr braucht es da gar nicht. Ja, ich weiß, hier ist noch ein bisschen die Hautsehne, was weiß ich, was das war. Hat sich jetzt nicht vermeiden lassen, dass da ein Stück dabei war, wo das drin hängt. Noch. Aber ich werde es überleben. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich mal nicht fertig panierte, vorbereitete Filetschnitzel eingefriere. Fürs nächste Mal, wenn ich Hunger habe, einen schnellen. Wäre vielleicht nicht unbedingt verkehrt. Habe ich da beide Seiten schon? Ja. Ja, könnte ich eigentlich wirklich machen. Aber ich habe keinen Platz mehr in der Gefriere. Das ist das andere Problem, gell? So. Wer möchte, kann dann natürlich auch noch ein bisschen Paprika drauf tun. Aber ich glaube, ich tue ein bisschen Paprika nachher in die Panade mit rein. Hatte ich die Seite schon? Na, egal. Und wenn die nicht ganz so groß sind, ist das auch nicht schlecht, weil dann reichen wir ganz einfach Teller aus, wo ich mein Paniermehl und das normale Mehl drauf hau. Ich glaube, ich habe die nächsten zwei Tage Hunger, ich mache sie doch alle. Obwohl, zwei Stück könnte ich eingefrieren. Ach, schauen wir mal. Ja, dann werde ich schnell sauber machen hier und dann Teller raus, ein Ei zerkleppern. Ich glaube, das muss ich nicht zeigen und dann durchziehen. In mein Ei habe ich noch ein kleines Schluckerl Milch reingehauen. Jetzt habe ich da noch eine Paprika mit rein. Fertig. Und dann einfach zerkleppern. Ja, das eine oder andere Schnitzel wird vielleicht etwas mehr Paprika abhaben. So, Schnitzel Nummer Uno. Einmehlen, durch die Eipampe durch, und schön ins Paniermehl. Und danach kann man das Schnitzel eigentlich gleich in die Pfanne reindonnern. Und genau die richte ich mir jetzt her. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, hoher Butterschmalzverbrauch ist ein Zeichen von leckerem Essen. Boah, schade, wo ich die Schnitzel reingelegt habe, sagte ich noch, schauen wir mal, ob wir zwei reinkriegen.
habe dann in die noch nicht ganz heiße Öl reingelangt, Gott sei Dank, nicht verbrannt. Tja, braten wir es raus. Muss man natürlich aufpassen, dass uns das nicht ankokelt. Den Herd habe ich schon zurückgeschalten. So, umdrehen. Oh, die sehen doch prächtig aus. Wunderprächtig. Oh, lecker. Ich freue mich jetzt schon. Ja. So, das sind die restlichen Schnitzelchen. Die stellen wir hier hinten dabei hin. Dann kann ich hier drin nämlich schon mal sauber machen wieder. Meine Lieben, nach 2-3 Mal wenden werde ich hier jetzt die Schnitzel rausnehmen und die nächsten reindonnern und natürlich Schnitzelchen probieren mit Kartoffelsalat. Oh, geil. Mm. Ja. Und hier haue ich mir gleich die nächsten drei rein, beziehungsweise gleichzeitig hier auch die letzten drei. Schauen wir mal, ob ich alle drei reinbringe. Das wäre jetzt natürlich ganz praktinobel. Dann könnte ich hier komplett fertig machen. Und last but not least, noch ein bisschen Butterschmalz dazu. Weil nicht, dass das hier zu wenig wird. Ja, und nebenbei schaue ich halt jetzt immer nach diesen Schnitzelchen. Aber wir gehen jetzt an die Theke. Oh, und jetzt bin ich ja gespannt, wie das Filetschnitzel schmeckt. Ja, durch ist es auf alle Fälle und ab in Hals. Geil. Und da jetzt noch ein Spritzer Quetsch-Zitrone drauf und gut ist, ja, wenn man sie denn aufkriegt. Leute, ich kann euch nur empfehlen, macht mal Filetschnitzel. Dazu einen schönen Kartoffelsalat, ob selber gemacht, ob aufgetunt, ob es der Nachbar gemacht hat, egal, Hauptsache gut ist er. Mhm. Ja. Richtig, richtig lecker. Ja, ich habe die Schnitzelchen umdrehen müssen. Richtig, richtig lecker. Ich genieße jetzt schön mein Essen. Ging eigentlich wirklich ganz schnell. Kann man echt nichts sagen. Schnelles Essen, aber eine richtig geile Nummer. Ein Däumchen nach oben nicht vergessen, wenn es gefallen hat. Falls ich jetzt kommen, da Abo, Handy halt die Klappe. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski. Ich liebe Schnitzel, ich liebe Schnitzel. Besonders wenn die Schnitzel vorher noch richtig geil geklopft wurden. Mhm.